Tag zusammen. Ja. Genau. Läuft wieder. Ah, herrlich. Servus, Tag zusammen. Heute das Ganze mal aus der Werkstatt und nicht aus dem Wald. Warum das Ganze? Ja, heute, wo ich drehe, ist Sabine fliegt gerade über uns hinweg. Ne? Deswegen können wir nicht im Wald und ich habe ein bisschen was Zeit. Und dachte mir, mache ich das Intro mal in der Werkstatt. Hier in dem Video möchte ich euch heute das Jahr 2019 mal ein bisschen zusammenfassen. Ein paar Highlights zeigen, ein paar Szenen, die nicht in den Videos vorgekommen sind, ein paar lustige Sachen und das, was euch natürlich am meisten immer interessiert ist. Wie oft haben wir uns aufs Maul gelegt? Ja, das vorweg, es war gar nicht so oft. Also es ist weniger geworden. Aber sind trotzdem ein paar unterhaltsame Stürze dabei. Und ihr Lieben, beginnen möchte ich damit einfach genauso wie das hier in dieser Anmoderation jetzt auch wieder 100-mal vorgekommen ist, mit diversen Vocal Fails. Bei mir ist es ja immer schwer, ich kann ja nie einen geraden Satz reden. Ne? Und hier ein paar kleine Szenen für euch. Viel Spaß dabei! Jo, servus, wunderschönen guten Tag zusammen. Oh, ich muss gucken, wo ich hinfahre. Scheiße. Und ich habe den Helm an der falschen Seite. Insgesamt gibt es ja hier drei Trails. Also du kannst den Wild Hog Trail fahren, den No Jogs Trail fahren und es gibt einen Flow Trail Rundkurs. Der startet am Parkplatz 5. Ja. Bist du jetzt erst an? Ah, jetzt bist du an. Vor dem Hügel links. Also vor dem links dem Hügel links. Links dem Hügel links. Fahr noch ein Stück, da geht gleich links. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn auch nicht, dann auch nicht. So ein Quatsch. Das war der Trailcheck am Bemser, ja. Ja, ihr Lieben, das war der Trailcheck auf dem Emser Bikepark in Bad Ems. So, wenn man der Beschilderung folgt, ja, bis auf den No Jokes Trail hat der Rundkurs, ja. Ja. Was bei dieser Freizeitaktivität, dem Mountainbiken, eigentlich sehr wichtig ist, neben den geilen Trails und super Landschaften, ist natürlich die Community. Also geile Typen dabei und Typinnen dabei zu haben, also nette Freunde. Und ich finde, also man sollte auch immer vernünftig miteinander umgehen. Bist du wieder meckern oder was? Ich werde nie zur Influencerin, wenn ich so scheiße aussehe. Aber der auch will das schon, doch, auch für dich gibt es Mittel, wo du Werbung für machen könntest. Meinst du echt? Ja, es muss ja auch irgendjemand für Putzmittel, Antifaltencreme, Botox-Therapien und jetzt Kellerräume. In der Höhe einmal durchziehen und dann hältst du keine Kamera mehr. Und das ist ja echt, oh, leck mich am Arsch, wenn alte Männer klettern, ne? Und dicke. Wenn Falten zu Canyons werden, ist die Auflösung verdammt hoch. Lass mich raten, ich muss wieder vorfahren, ne? Jawohl. Ich muss vor mir fahren, ich will nicht über den Haufen fahren. Ja, du wartest jetzt nur drauf, dass ich auf der Fresse fahre. Das war... Arbeiten sehen will, hat er jetzt die erste Möglichkeit. Das erste Mal, ich filme mal rein. Fangen am Arbeiten. Aber die Leine, normalerweise kommen wir von rechts runter. Normalerweise kommen wir von rechts runter. Aber. Oh. Bald arbeitet. Ihr könnt mich doch mal, jetzt zwei. Sehr schön. Ah, schön, wie ihr das macht. Das war's schon. Die Frau mit der Haarauffelzähne. Männer schlupfen Sandy. Hallihallo. Also schlupfst du nicht in den Kopf. Ja, viele Obwohl. Grüße auch an Pino Olaf Schlumpf. Ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ja, das Bein immer noch kaputt. Das dauert bei dem. Ey. Seit zwei Wochen hat er Bein gebrochen. Immer noch nicht besser. So. Und der aus Düsseldorf?
du dir gleich. Mit George. Hi. Safety first, ne? Ja, safety mit, first. Ja, sehr Jacket, gut, du. Ne? Du brauchst das auf jeden Fall. Ja. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Guck mal, der macht hier sogar noch fest. Fängt er den einfach. Ist ja langweilig. Kann gleich noch filmen. Was ist schon wieder an? So, ich geh mal da hinten. Warst ja, du zufrieden damit? Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, ja. Warst du zufrieden mit uns? Ja, definitiv. Also das, was ich auch gesehen habe, das, ja. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Ist noch Potenzial drin da oben, aber fragen wir mal den Düsseldorfer, wie ich fand. Den Düsseldorfer, den kriegt der wieder. Ich lasse mir noch ganz was sagen. Wie fandst du das denn hier eigentlich? Ja, das war sehr gut. Nette Truppe, super Trail. Kann man wieder mal hinfahren. Das hat er auswendig gelernt. Das habe ich auswendig gelernt. Das haben wir ihm eben so als Text gegeben. Das war mein Text für heute. Ja, in diesem jetzt, Sinne. Jetzt reden die Leute nicht mal, wie alt du bist. Ja, vielen Dank. Und rein, tschüss zusammen. Ne? Wer so Freunde hat, ne? Der. So, der Sascha erklärte mir eben, das wäre jedes Bergwerk gewesen, wo er gefahren ist. Mit seinem Tretroller. Ist aber heute nicht befahrbar. Wochenende hat er immer zu irgendwie. Ja, schade eigentlich. Ich wusste, das ist ein Fake-Video. Gib's zu, ich hab dich erwischt, oder? Ja. Da kann man nur mit Variable da rein. Ja. Schön an dem Sport ist natürlich auch, dass ich sehr viel rumkomme. Ne? Ich war auf Mallorca, bin ich gefahren, bin in Saalbach in Österreich gewesen. Auch hier in Deutschland gibt es halt viele schöne Orte. Man lernt immer viele nette Menschen kennen. Man hat immer viele schöne, einfach tolle Momente, tolle Szenen. Tolle Orte. So, zieht euch das mal rein hier. Keine Menschenseele. Guck mal runter hier. Alter, ist das krass. Schon auch gar keine Ziege gesehen. Nur Ziegenkacker. Tschüss, Holzem. Naja. Ich glaube, wenn du unten bist, hat sich das Problem erledigt. Na komm da. So ein Mann hilft schon da ungemein. Wenn du Schluss machst, sag Bescheid, dann nehme ich den. Der kriegt die erst noch ein Kind. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, wo es überhaupt lang geht hier. Ja. Geh mal vor. Lass dein Fahrrad hier. Nein. Du kriegst es ja wieder. Ich hör's, verlass mich nicht. Nein, tu's nicht. Super. Ja, gute Idee. Mach ich gleich mit deinem auch. Lackschaden hier. Uppala. Rechter Platz ist vorbei, frei. Ich wünsche mir ein Special. Wo fährst du da oben lang? Das ist einfacher. Das sagst du hier so. Deswegen, ich dachte, du gehst da ganz dahinter. Dahinter? Ja. Ganz dahinter. Die hat Ideen, aber meistens funktionieren die nicht. So. Ich hab's. Ja, vom Kopf gekriegt. So. Deins ist doch viel leichter, oder? Ich hab's nicht. Hab's nicht. Hab es. Oh, schon wieder im Kopf. Das weiß ich, warum ich Helm trage. Und ja, wie kommen wir jetzt dahin? Ja. Wo ist dein Fuß? Gott.
Zu blöd zum Fahren, zu blöd zum Laufen. Jetzt ist der Brill beschlagen. So, ich habe den Sascha jetzt gerade mal gefragt, und wie lang das ganze Ding ist. Also es sind 1,5 Kilometer Streckenlänge, und also die Höhenmeter haben es in sich. Also das ist echt heftig. Also wir liegen hier, jetzt lass mich nicht lügen, ich will auch nicht übertreiben, ich glaube bei knapp 83 Höhenmetern. Aber ich sag mal, wenn da runterknallt, das ist so schön gebaut mit den Anliegern und so. Das merkt ihr nicht, dass das so wenig ist. Ist auch sehr fluhig, also macht wirklich richtig Spaß. Ja, als wir angekommen sind, ja. Ne? Ich musste mal. Also dann denke ich, da stand ein Mann im Wald. Also vor unseren Autos stand ein Mann im Wald. Naja, der pinkelt da. Wie halt, wenn er so machen. Ne? Denke ich, der wird dann noch gleich wieder rauskommen. Der stand da, dann kam Gott sei Dank er direkt mit an, war ich schon ganz froh. Denke ich, ein Mann im Wald, weiß ja nicht so. Ne? Ja, und dann irgendwann ist er dann rausgekommen. Dann ich rein, einmal da hinten haben sie da noch Reifenstapel, haben sie Müll abgeladen, dann ist eine Decke da und dann haben sie einen kompletten Baum mit Parisern geschmückt. Und waren die eigentlich benutzt? Waren die voll? Hättest du mal rütteln können. Tja, ungefähr 10, 12 Spitzkehren später. Ich sollte die Kamera einfach laufen lassen die ganze Zeit. Komme ich da gerade um so ein Spitzding rum, rechts rum, steht da mitten im Weg eine pechschwarze Bergziege. Ich fast über den Haufen gefahren. Die guckt blöd, ich guck blöd, sie macht mäh, ich mach mäh. Ja, und dann ging es weiter. Alter. So bleibst du jetzt bitte hängen. Alles, was du sagst. Großer Herr von Meister. Was? Nein, nein, nein. Was ist jetzt los? Also. Alter Holzhahn. Ding, aber ich habe den schneller in Erinnerung. Was ist das? Ja, ich glaube, so viele stehen hier nicht rum. Aber wir sollten vorher noch mal genau hingucken, bevor wir die falschen mitnehmen. Oh, Alter, habt ihr das gesehen? Krass. Was war das denn? War das ein Vogel? Predigst heute zwei Süchte, ne? Einmal Fahrradfahren und die komischen viereckigen Eisenkästen lutschen. Diese Sträucher, fick die Hände recht. So, bist du fertig? Yes. Zum Sterben? Yes. Good ride. Ja, good fly. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh. Oh. Wenn die Reifen sind total runtergenudelt, wird das ganze Rad. Aber vorne ist ein Nomi Nick drauf. Das lässt hoffen, dass er hält in der Kurve. Bei der Geschwindigkeit. Oh. Und da hat er fast gerade das Gegenteil bewiesen. Naja, ja, das würde ich nie machen. Kommt ja so ein Abwasser. Also GKU, ja, genau. Und der hat das zu spät gesehen. Das war GKU. Ich hab das gesehen. Ich wollte das auch. Normalerweise hast du das. Und jetzt seht ihr, wie ein Mensch langsam rot anläuft. Ach, herrlich. Rote Menschen. Dahinter müssen wir irgendwo. So, wie heißt das? Curvus der Ater, ne? Ja. Ja, diese Tropfenstein, die Dönsradhöhle. Ne? Ja.
Wer hatte die blöde Idee? Nee, hör mal. Ach ja, hier blökt die ganze Zeit eine Ziege. Mal gucken, ob wir die gleich finden. Falls wir hier übernachten müssen, können wir die eigentlich noch schlachten? Haben wir was zu essen. Na, was sagt ihr dazu? Übelst. Normalerweise soll man das Bike waschen, bevor man hier reingeht. Man hat überall unten Waschstationen, aber die war jetzt gerade unten gesperrt und deswegen hat er gesagt, oh, gehst so nahe, du geschissen, hat er gesagt. Ja, habe ich das getan. So, erstmal was trinken, bevor der Schlauch gewechselt wird. Und was sagen Sie zu Ihrem Plattfuß? Ja. Ah ja, mein erster. Schön, Frank arbeitet. Normalerweise geht das immer. Jetzt filmt er den Scheiß auch. Also wenn ihr mal eine Panne habt, ne? Und Frank ist dabei, fragt ihn nicht nach Hilfe. Du bist so gemein im Moment. Im Moment? Ja. Schon immer. Bist du besonders gemein. Für mich jetzt nicht. Warum? Ja. Guck mal, das kann ich super aufgemein. Ich lass das lieber. Jetzt kommt natürlich das, wo die meisten darauf warten, wie wir uns ordentlich aufs Maul gelegt haben. Ja. Bis auf einmal ist auch nicht arg viel passiert. Also gut, Olaf hat sich einmal den Fuß gebrochen. Ist aber mittlerweile, glaube ich, wieder ganz gesund. Was das, glaube ich, ist wieder ganz gesund. Ne? Ich meine, ich hätte mir einmal den Fingernagel eingerissen. Aber ansonsten blaue Flecken, Schiebern auf und so weiter. Ja, gehört dazu. Stürzen ist nicht immer schön, aber alle Stürze, bis auf den Fußbruch von Olaf, ist uns überall und den anderen nichts passiert. Deswegen kann man das einfach mal so zeigen. Ja. Der war geil. Ja. Alles okay? Oh. Alles okay? Ah, der war gut. Ja. Oh, der war gut. Oh, los. Alles okay? Also ein B wahrscheinlich. Da. Oh! Hat sich wehgetan. Alles klar? Alles gut. Mein Bein hängt gerade komisch. Hauptsache. Scheiße. Ah, hier. Wo bist du? Ah. Alles okay? Ja, ja. Hat mir nicht gesagt, wir wollen den Flug brechen? Ja. Ich musste anhalten, weil ihr standet. Und dann, ja, es geht nun mal nicht anders. Ja, ja, ich bin, wollte noch da runter und das ging noch nicht. Ja. Alles gut? Alles gut? Gut. Gut. Ja. Oh. Das ist heute rutschiger. Auf jeden Fall, das beim letzten Mal. Viel rutschiger. Oh, schon wieder. Fuck. Echt. Gut. Alles bestens, danke. Alles gut? Ja.
Ich habe scheiße eingeparkt, sorry. Oh, scheiße. Das ist ja auch kacki, ey. Ja, ihr Lieben, das war's. Das waren die Fels-Outtakes und hast du nicht gesehen von 2019. Das war kurz zusammengefasst unser Jahr gewesen. Mal gucken, wie wir da 2020 hinbekommen. 2020 ist viel geplant. Wir fahren auch wieder nach Saalbach im Sommer und so. Und noch viele, 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 viele andere Sachen. Und ich hoffe, wir kriegen viel, viel, viel Videomaterial für euch zusammen. Und ich hoffe, es ist wahnsinnig viel Blödsinn dabei. Weil ich meine, fahren können wir alle nicht, aber Blödsinn machen, das können wir. Und deswegen machen wir weiter. Ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Denkt immer daran, ne? Immer schön Daumen hoch, abonnieren. Ne, das ist nicht abonnieren, das ist kommentieren. Und das andere ist abonnieren. Nicht vergessen, ne? Freuen wir uns drüber. In diesem Sinne, haut rein, tschüss zusammen. So, meine Damen und Herren, die nachfolgenden YouTube-Videos verzögern sich um wenige Tage. Ich mache meine Erben, ja. Da werden nie sinnvolle Sätze bei rumkommen. Das kriege ich ja nie zusammengeschnitten, der Scheiß. Also, nicht im Schnee und jetzt frieren wir schon wieder. Quatsch. Mein Gott. Ach, Scheiße, ich mach mal dumm.